Dieses Kleid ist Gronkh näher gekommen, als ich ihm jemals wieder näher kommen könnte. Meine Lieben, ich bin Liz und hier auf meinem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um die Themen Do-It-Yourself und Nähen. Wenn dich das also interessiert, lass gerne ein Abo da und heute geht es um ein Kleidungsstück, was ich eigentlich aus meinem Kleiderschrank aussortiert hatte. Und ich habe aber noch immer in meinem Zimmer eine Box stehen mit Dingen, die ich aussortiert habe, die noch zu gut sind, um sie jetzt in die Kleiderspende zu geben, die ich irgendwie ganz gerne auf Mädchenflohmarkt verkaufen wollte, aber ich habe diese Box nie abgeschickt. Da habe ich jetzt mal wieder reingeguckt und ich habe ein Kleid gefunden, das ich eigentlich total liebe. Und zwar, wenn ich mir dieses Teil anschaue, dann sparkt es eigentlich komplett Joy. Aber ich habe es halt nur einmal getragen und das seit 2015. Und zwar genau zum Webvideopreis. Webvideopreis 2015, der war in Düsseldorf und ich brauchte noch ein Kleid. Und das war eigentlich so ein Kleid, was ich mir halt relativ schnell gekauft habe bei Zara, glaube ich. Und es war so ein bisschen so, dass ich so dachte, ah ja, das könnte ich irgendwie als Sommerkleid tragen, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen Red Carpet mäßig. Also nicht, dass mich jemand auf dem Red Carpet fotografiert, aber man kann damit zu so einer Veranstaltung gehen, weil es ist lang und es ist irgendwie doch so ein bisschen elegant, dachte ich. Und ich habe es super gerne getragen und dieses Kleid ist Gronkh näher gekommen, als ich ihm jemals wieder näher kommen könnte. Es riecht auch noch nach ihm. Nein, trotzdem, es riecht nach Kiste. Und wenn ich es jetzt wieder so anhabe, dann fühle ich mich auch total wohl da drin. Also es ist schon... Vor allem mag ich an diesem Kleid auch total, dass man wegen diesem schwarzen Stoff auch super eine schwarze Strumpfhose dazu tragen kann. Ich mag die Form hier oben total. Ich mag auch, dass es locker ist. Und hier hinten am Rücken ist dieser Rückenausschnitt auch gerade so, dass man irgendwie noch gut einen BH drunter tragen könnte. Oder drunter tragen kann. Das finde ich auch mal ganz gut. Und es hat aber trotzdem so... Oh, einen schönen Rückenausschnitt. Also eigentlich perfektes Sommerkleidchen. Ich trage die Hundeschuhe nicht. Das ist vielleicht so der Punkt. Stimmt mal ab in der Infokarte. Ich trage lieber irgendwie sowas Kleines, Kurzes. Was ich aber eigentlich besonders mag an dem Kleid, ist die Erinnerung an den Tag. Und deswegen will ich dem Kleid super gerne einfach nochmal ein zweites Leben geben. Starten wir mit den Entwurfsskizzen. Ich habe zuerst überlegt, vielleicht so ein bisschen obenrum was verändern zu können, zum Beispiel mit kleinen Ärmelchen. Aber wie gerade schon erwähnt, eigentlich mag ich obenrum alles super, super gerne und würde es gerne so lassen. Heißt, die andere Möglichkeit wäre, ja, den Rock einfach zu kürzen und aus dem unteren Part noch einen zweiten Rock zu machen zum Beispiel. Also dann hätte man zwei Teile aus demselben Stoff. Ich weiß aber auch nicht, ob man das so häufig dann trägt. Und die andere Option wäre eben, das Kleid zu kürzen und den unteren Part oben mit reinzuarbeiten. Das könnte dann wieder so funktionieren, dass ich einmal die Taille durchschneide, das Ganze wie im letzten Video auch zu einer langen Bahn zusammensetze und einreihe. Oder ich setze Teile in die Nähte ein. So oder so steht fest, es muss auf jeden Fall erstmal etwas Länge vom Kleid weichen. Das heißt, ich habe das Kleid einmal angezogen, mir meine ungefähre Länge markiert, plus Saumzugabe, nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich mir das Ganze einmal auf die Puppe gezogen und mit dem Rockabrunder einmal das Kleid rundherum markiert. Wenn ihr einen Rockabrunder zu Hause habt, ist das super praktisch, wenn es jemand anderes bei euch macht, weil manchmal hat man etwas mehr Rücken, also einen etwas runderen Rücken oder etwas mehr Oberweite. Und dann ist es gut, wenn man dafür die Mehrlänge schon mal mit einbezogen hat und das macht sich am besten mit dem Rockabrunder. Und so kann ich super easy jetzt einmal den Oberstoff verschneiden und auch den Futterstoff und das mache ich nacheinander und auch der Linie entlang, weil dafür haben wir ja den Rockabrunder verwendet. Und schon haben wir ein schönes kleines Kleidchen. Yay! Nein, wer mich kennt, weiß, da muss mehr Weite rein. Und zwar das, was geht. Das heißt, aus dem restlichen Stoff werde ich Dreiecke zuschneiden, die ich dann in die Nähte einsetzen kann. Wir haben nämlich in diesem Kleid einmal eine Naht in der vorderen Mitte, eine Naht in der hinteren Mitte und natürlich die Seitennähte. Das heißt, wir können die Weite auch super gut gleichmäßig verteilen. Und das bedeutet auch erstmal Nähte auftrennen. Yippie! Lieblingsaufgabe. Bei den Versäuberungsnähten gibt es normalerweise so einen Trick, wenn ihr da den richtigen Faden findet, dann könnt ihr den einmal rausziehen und dann dröselt sich der Rest der Naht auch von ganz alleine mit auf. Aber den Faden muss man erst nur finden. Ich trenne alle vier Nähte einmal vom Saum bis zur Taille hoch auf. Da lasse ich lieber ein bisschen mehr geschlossen, sicherheitshalber, also bevor ich nachher nochmal irgendwas doppelt versäubern muss, trenne ich lieber nur erstmal ein Stückchen auf und messe nochmal nach, wie viel Stoff ich noch vom unteren Saum übrig habe. Aber so sieht es dann ungefähr aus.
Und das ist jetzt mein Stückchen, den ich vom unteren Saum übrig habe. Den lege ich einmal Naht auf Naht und dann kann ich mir hier die Dreiecke anzeichnen und messe einmal die Strecke nach, wie lang die ist und ob das ungefähr hinhaut. Und Gott sei Dank ist da mehr als genug übrig. Das heißt, ich kann mir einmal hier die Mitte markieren, denn ich liebe einfach wunderschön schwingende Röcke und das erreicht man am besten, indem man in der Taille noch nicht ganz so viel weiter hat und nach unten zum Saum hin halt richtig viel Weite reinarbeitet. Also so funktioniert das ja auch bei einem Glockenrock zum Beispiel. Das erste doppelt zugeschnittene Dreieck lege ich dann einfach auf die anderen beiden Stoffseiten und schneide das Ganze nochmal zu. Dabei entsteht jetzt hier so ein kleiner Rest, also wenn einem die Nähte nicht stören, könnte man diese Dreiecke, die sozusagen auf der anderen Seite entstehen, auch noch mit reinarbeiten. Das mache ich in diesem Fall jetzt nicht, sondern ich nutze die Stoffreste lieber, um mir nochmal ein Scrunchie mit Schleife passend zu meinem Kleid zu nähen. Meine zugeschnittenen Dreiecke stecke ich jetzt einmal rechts auf rechts in meine aufgetrennten Nahtschlitze. Und es ist super wichtig, dass sie etwas länger sind, also sowohl nach oben hin als auch nach unten, damit wir einmal auf der linken Seite später so ein bisschen was einschlagen können und ja, die Nähte vernünftig versäubert sind und den Saum unten gleichmäßig abrunden können. Also lieber nicht riskieren, dass da irgendwas zu kurz ist. Immer tendenziell etwas mehr Länge lassen oder etwas mehr Weite. Ich bin immer so ein kleiner Angsthase. Und wir kommen wieder zum ultimativen Maßschneidertest. Und zwar lege ich hier wieder die Seitennähte aufeinander und check einmal, ob die beiden Nähte gleichmäßig lang geöffnet sind und korrigiere die eine Naht nochmal ein bisschen. Ich weiß noch ganz genau, dass unsere Ausbilderin diesen Test immer gemacht hat. Also sie hat immer, wenn wir irgendwas fertig genäht haben oder ja in Teilschritten irgendwie ihr gezeigt haben, dann hat sie immer die Nähte aufeinander gelegt. Und wenn da nur ein Millimeterchen nicht gestimmt hat, dann mussten wir das nochmal korrigieren. Wo ich immer so dachte, ah, da kann man doch so ein bisschen dran ziehen, dann stimmt das schon irgendwie. Da war sie super genau. Das heißt, durch diese Genauigkeit müsst ihr jetzt auch alle mit mir durch und das Ganze nochmal nachmessen und nochmal korrigieren. Und genau das Gleiche mache ich eben bei der vorderen Mitte und bei der hinteren Mitte auch nochmal, indem ich das Ganze einmal auf die Puppe ziehe. In diesem Fall jetzt einmal das Taillenband nochmal umwickel und dann sieht man schon ganz gut, dass da noch so ein kleines Stückchen fehlt bis zur Taille. Also ich will, dass es wirklich dann ab der Taille schon aufspringt. Das heißt, wir trennen hier nochmal ein Stückchen. Und wenn dann jetzt alle Nähte wirklich auch bis zur Taille geöffnet sind und alle Dreiecke richtig eingesetzt sind, dann kann ich das Kleid jetzt einmal auf links drehen und die Nähte schließen. Also das heißt, ich nähe die Dreiecke ein. Das ist jetzt ein kleines bisschen tricky, weil ich nähe von unten nach oben in die Spitze und verriegel genau an dem Punkt, wo dann die neue Naht auf die alte Naht trifft und nähe erst die eine Seite und dann die andere Seite, sodass in der Mitte so eine kleine Lücke bleibt. Also bei mir ist jetzt das Dreieck nicht ganz exakt eingenäht, sondern es ist oben noch ein bisschen Platz, das macht aber überhaupt nichts, weil ich falte das einfach nach innen und nähe es dann später von Hand ein bisschen fest und dann ist es auch versäubert. Die offenen Kanten versäubere ich nochmal mit der Overlock, aber zuerst kommt das gute Teil nochmal auf die Schneiderpuppe, damit ich jetzt mit dem Rockabrunder einmal rundherum um die kleinen Zipfelchen, also um die kleinen eingesetzten Zipfelchen gehen kann, um sie richtig zu verschneiden. Also die schneide ich jetzt zuerst einmal zu und im Anschluss versäubere ich dann die Nähte mit der Overlock. Und die Nahtzugaben versäubere ich jetzt auch einfach zusammen, einmal vom Saum bis in die Spitze. Und wenn ihr bei der Spitze ankommt, rechtzeitig aufhören, damit man nicht die alte Nahtzugabe, also die alte versäuberte Nahtzugabe wieder verletzt, sondern das Ganze so ein bisschen zur Seite schieben und dann das Füßchen heben, so ein bisschen ja, den Faden rausziehen und dann einfach rausnähen bzw. so rauskätteln, dass die alte Nahtzugabe nicht verletzt wird. Und dadurch, dass ich aber in der Spitze meines Dreiecks nochmal genug Länge gelassen habe, also das Dreieck deutlich über die alte Naht rüber geht, kann ich den Stoff dann super gut einschlagen und an die Nahtzugabe annähen und dann ist das Ganze versäubert. Die offenen Nähte der Overlock knote ich oben an der Spitze einfach locker zusammen, also nicht zu festziehen, weil sonst ja, wird da die Ecke auch so angezogen und dann schlage ich einfach den Stoff ein und lege den einmal um die Nahtzugabe und nähe ihn dann von Hand fest. Und endlich darf mein allerliebstes Lieblingsspezial in die Füßchen zum Einsatz kommen, und zwar das Rollsaumfüßchen. Ich liebe dieses Füßchen. Gott, wie umständlich ist es,
einen kleinen Saum oder einen Rollsaum zu machen ohne dieses Füßchen. Mit dem Füßchen rollt sich die Saumkante einfach einmal um das Füßchen. Das heißt, es wird super fein doppelt eingeschlagen und man hat einen perfekten Rollsaum. Ich liebe es sehr. Es ist ein bisschen gewöhnungs- oder übungsbedürftig. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich dazu gerne auch nochmal ein Video. Und ready ist mein Kleid. Und ich finde, es ist noch viel, viel schöner geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Ich liebe die Weite, ich liebe, wie es schwingt. Und vor allem endlich die große Erlösung für mich, weil ich bin bereits groß und trage so selten hohe Schuhe. Jetzt kann ich endlich Sneaker zu meinem Kleid tragen und ich kann es super gut im Sommer tragen oder auch im Frühling jetzt schon mit Strumpfhose. Und ich finde, es passt super gut mit den Sneakern und sieht ein bisschen alltagstauglicher aus, sodass ich so super schick und boho-mäßig. Ich finde, jetzt passt es tatsächlich wirklich gut zu mir. Ich bin super happy und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Hier könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und hier findet ihr ein weiteres Video verlinkt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt mir kreativ, ihr Lieben. Muah.